Martin? Bin ich jetzt beim Privateinschluss oder wo bin ich jetzt gelandet? Nee, Sie sind hier im Vorzimmer vom Regimentskommandeur. Es geht um die Reisegruppe, die heute Nachmittag kommt. 17 Uhr sind die da. Wir bestellen nur 48 Paar Stäbchen. Ich weiß gar nicht, um was es da geht. Es kommt eine Reisegruppe, das sind zwei Busse. Hier nach Fritzlein, die Kaserne? Ja. Aha. Ferien bei der Bundeswehr. Jetzt ist wohl auch das Heeresmusikchor nicht da. Ja, ich müsste der Sache nachhaken, dass wir sie eventuell zurückrufen. Da haben wir keine Zeit mehr. 17 Uhr sind die da. Die wollen mit der Nationalhymne empfangen werden. Warten Sie mal. Die sollen im Heeresmusikchor empfangen werden heute Abend. Die kommen um 17 Uhr mit zwei Bussen. Hören Sie? Ja, hallo? Wir können Ihnen da nicht weiterhelfen im Augenblick. Wir müssen uns erstmal schlau machen. Uns wurde zugesichert, dass mit dem Regimentskommandeur Hubschrauber-Rundflüge gemacht werden. Ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Das Heeresmusikchor spielt die Nationalhymne und fürs Abendessen ist Essen bestellt. Wie bitte? Ja. Also, wir haben zwar hier Hubschrauber am Platz, aber die sind für Rundflüge überhaupt nicht geeignet. Und wie machen wir das mit der feldmäßigen Unterbringung? Die haben, wissen Sie, was die bezahlt haben für 8 Wochen? 7.800 Mark pro Person. Und zwar, die Idee kam von einem gewissen, das ist auch so ein Ex-General aus Japan, der heißt Ukura. Wang Hing-Song Ukura. Der kommt auch mit, der ist 17 Uhr bei Ihnen. Kann doch wohl geplant. Nicht sein. Ja. Wir brauchen also nur 48 Paar Stäbchen, weil da sind auch Senioren dabei, die können jetzt wieder nur noch mit Messer und Gabel essen. Deshalb, da brauchen wir nur 48. Aber die Anzahl von den Reiswein bleibt, sage. Na? Ich weiß ja, hier ist gar, also ich kann, ich bin der, weil es geht auch um die Hand. Ich weiß von gar nichts. Die Japaner, die trocknen sich danach ein Essen ab mit Handtüchern. Ich weiß von gar nichts. Ich kann auch weder jetzt noch Stäbchen besorgen, noch Gabeln, noch sonst was, noch Verpflegung. Wir sind auf nichts eingerichtet. Na bloß, ich hab doch das, die haben doch schon bezahlt bei mir. 8 Wochen feldmäßige Unterbringung. Ja, was die bei Ihnen bezahlt haben, das mag ja durchaus möglich sein. War auch vereinbart. Von nichts. Schießen nur mit Platzpatronen war vereinbart. Das ist aber klar. Wir haben gar nichts. Wir haben denen einen gefechtsmäßigen Urlaub versprochen. Ja, prima. Den Japanern. Sie wissen doch, wie Japaner sind. Ja, sicher. Bloß, wissen Sie... Hier ist Radio PSR, das sinnlos Telefon. Nee! Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlos Telefon.